Ich warte. Gut, aber erst beide Rast. Möge euch das Schicksal Holz sein, Wanderer. Willkommen im Mifrest Wirtshaus. Wie kann ich euch dienlich sein? Gibt es irgendwas von Interesse, das ihr mir erzählen könntet? Irgendwelche interessanten Vorfälle? Nichts Interessantes, werte Dame. Das hier ist ein ruhiger Ort und unsere Gäste bevorzugen es auch so. Dann zeigt mal, was ihr anzubieten habt. So, ich könnte einmal für wie ein König schlafen, aber ich bleib beim Edelmann. So. Das heißt 16 Stunden. Und wir können Sachen identifizieren. Arabanisch Schwert. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern. Besondere Fähigkeit. Träger ist gegen Personen festhalten immun. Mit dem Schwert kann man einmal täglich Hast einsetzen. Ist allerdings ein einhändiges Kurzschwert. Also eigentlich etwas für sie. So. Dann haben wir hier den Lattenpanzer. Plus 1. Keldon braucht den nicht. Wir könnten dadurch auf minus 2 kommen. Minsk auf 0. Dann können wir Jahira den da geben. Und da ist sie überladen. So. Habe ich noch Identifizierungszauber übrig? Nö, bei ihr nicht. Hat sie noch welche übrig? Muss ich gerade mal kurz gucken. Ne, sie hat auch nur einen. Und ich bringe ihr keine magischen Geschosse bei. Gut. Keine große Herausforderung. Als nächstes gehen wir Zeug verkaufen. Jo. Wieder zu Rebald. Ja, zeig mir mal, was ihr habt. Ich will Zeug loswerden, nämlich einen Haufen Langbögen, Kurzbögen und so weiter. Flegel. Helm. Normaler Schild. Kettenhemd. Schienenpanzer. Wasserstein. So. Kurzschwerter. Streitkolben. Bogen. Noch mehr Kurzschwerter. Den Verletzungspfeil, die Verletzungspfeile will ich auch loswerden. So, dann gucken wir mal kurz, wer hat Zeug dabei, das er nicht braucht. Ich brauche dringend wirklich einen guten Hammer oder einen guten Flegel. So, dann machen wir bei ihr mal wieder Platz. Dann kann das nämlich wieder zu ihr hinter. So. Sie ist auch noch recht gut überfüllt. Ja. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. So, verkaufen wir das mal alles. Der Flegel wäre nett, den er da hat. Auch ein Flegel plus 1 wäre schon nett eigentlich, aber... Brauchen wir beides nicht? Er hat nichts mehr jetzt bei ihm.
Wurfpfeile sind nichts wert, also können die eigentlich weggeschmissen werden nachher gleich. So, ein bisschen mehr Klimper, Klimper. Bolzen plus 1 brauchen wir auch nicht, weil niemand benutzt eine Armbrust. So, die ganzen Edelsteine hier, die wir nicht mehr brauchen. So. Und sie hatte hier eigentlich nichts mehr. Außer vielleicht hier drin irgendwas, was wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel Personen bezaubern. Stinkende Wolke. Schockgriff. Beherrschung, das können wir verkaufen. So. Haben wir auch wieder etwas mehr Platz. Da drin. Die Pfeile kommen mal zu ihr, wenn sie sie braucht. Die wollten wir ablegen. Ja, die beiden Schwerter. Werde ich verkaufen. Bringen ja eh nicht wirklich was. Und die Abos kann ich auch verkaufen. Wir können eher zum Beispiel solche Pfeile nehmen. Die Polzen können wir rausschmeißen. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Die drei Sachen noch verkaufen. Und wir haben ordentlich Kohle. Ja, wenn ihr es wollt. Fragt nur. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, wir sind gerastet. Wir haben Sachen verkauft. Aber wir suchen den direkten Weg aus der Promenade und gehen jetzt nochmal zurück ins Regierungsviertel. Damit wir diese Sache mit Keldorn abschließen können, bevor das eskaliert. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und dann werden wir wahrscheinlich ins Brückenviertel gehen und dort einen Cut machen. Weil es, zum Stadttor meine ich, nicht zur Brücke. Weil wir müssen durch Stadttor erstmal raus, bevor wir die Außenbezirke uns ansehen können. So. Gut, da kommen wir sicher an. Dann wieder hier runter. So, und dann ins Haus rein. Keine große Herausforderung. Habt ihr einen Plan? Jawohl. Dann red mal mit deiner Frau, Keldorn. Ihr lebt. Kann ich daraus schließen, dass Sir William tot ist? Nein. Nein, meine Liebe. Wir beide leben noch und jeder von uns vielleicht erfüllter als zuvor. Aber hat euch nicht eure Ehre befohlen?
Euch zu leben ist genug der Ehre für einen jeden Mann, Maria. Ich danke euch, Keldorn, mein Liebster. Also werdet ihr bleiben? Talisa, ich würde es nicht wagen, eurer Liebe im Wege zu stehen. Ich bin euch eurem Dienst. Wenn ich das mache, verliere ich ihn für immer. Und ich finde eigentlich, Keldorn ist für eine reine gute Gruppe eine ziemlich gute Figur. In Ordnung, gut, ihr habt einen Tag, aber danach brauche ich eure Hilfe. Meine Aufgabe darf nicht unerledigt bleiben. Bitte, Keldorn, dient mir, bis wir den Mond gerettet haben. Nein, wir geben ihm einen Tag. Ein Tag ist mehr, als wir seit Jahren hatten, Talisa. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein guter Anfang. Und wenn die Freundin von Talisa gefunden ist? Es wird meine letzte Aufgabe sein. Um genau zu sein, werde ich noch diese Woche dem Orden meine Abdankung überbringen. Talisa, ihr wisst, wo ihr mich morgen finden könnt. Genau hier auf meinem Gut. So, sie sind alle weg. Einfach, ich versuche immer mein Bestes. Wir können plündern. Geld. Und ja, wir haben eine erledigte Aufgabe. Wahrscheinlich. Genau, Keldorn kehrt zu seiner Familie zurück. Nachdem er feststellen musste, dass sich seine Frau aufgrund seiner wiederholten langen Abwesenheit mit einem anderen Mann eingelassen hat, ist Keldorn zu dem Schluss gekommen, dass er an der ganzen Misere schuld ist. Er hat versucht, sich wieder mit ihr zu versöhnen. Keldorn hat versprochen, aus dem Orden auszutreten. Ich habe ihn dazu gedrängt, mindestens eine Woche auf seinem Anwesen zu verbringen, um wieder zu seiner Familie zu finden. Nach dieser Woche kann ich ihn wieder in seinem Anwesen finden, falls ich seine Dienste wieder benötige. Ja, es ist eigentlich nur ein Tag. Also wir können mal gerade gucken. Es ist der 6. Tag, die 13. Stunde. So, wieder Schmuck. Und sie hat mal was aufgeschlossen gekriegt. Hey. Gut, dann auf ins Brückenviertel. Wir sind jetzt nur noch zu fünft. Ich werde keinen Ersatzschar für Keldorn so lang suchen. Bürgerlicher. Ja, ich rede gerne ein paar Worte mit euch. Wusstet ihr, dass Arcadla eine der wohlhabendsten Städte der Welt ist? Nun, durch unsere Kolonien in Maztika fließt mehr Gold durch die Stadt des Geldes als irgendwo sonst im Osten. Ey, euer Oriana. Wart mal kurz. Der andere Mann hat dich doch gesucht. Ist es denn wichtig, Bauer? Dieser Napellus sucht wieder nach mir. Nun, ich habe bessere Dinge zu tun, als an seiner besonderen Form der Verehrung teilzunehmen. Gut, von hier aus geht es am schnellsten wahrscheinlich hier raus. Was ist hier eigentlich? Ein Hintereingang in das andere Anwesen? Das habe ich mir nämlich noch gar nicht angeguckt, muss ich ja zugeben. Okay, ist verschlossen. Verschwindet, Bürger. Ich muss mich um meine eigenen Geschäfte kümmern. Ja. Den interessiert es nicht, wo diese Frau ist. Ist auch lustig. Er steht hier oben an dem Brunnen und sie ist hier unten an dem Brunnen. So, Stadttore. Sind wir gut angekommen. Und ich würde sagen, ich speichere hier einfach mal. LP007. Speichern. So, dann unser Plan fürs nächste Mal. Wir werden uns nicht im Stadttor jetzt umsehen. Das machen wir, wenn wir Keldorn wieder haben. Wir werden jetzt in Richtung Festung der Arnises reisen und mal uns schon mal darüber informieren, was da los ist. Dann können wir ja, wenn wir die Sache etwas befriedet haben, wieder zurückkehren ins Regierungsviertel und Keldorn abholen. Das wird wahrscheinlich so einen Tag dauern, bis wir dort sind und wieder zurück sind. Und dann sehen wir weiter. Also dann werden wir Keldorn holen. Wir werden uns im Stadttor umschauen, weil dort haben wir ja auch noch den Auftrag aus dem ersten Akt vom Zirkus her.
Und dann werden wir zur Festung reisen und uns um die Belagerer kümmern. Ja. Das ist so der Plan für die nächste Aufnahmesession. Also, bis dann.